Hallo, meine liebe Freunde von meiner Seite Spiritual Balance. Ich bin hier die Brenda wieder und ich möchte euch heute ein paar Infos geben über die Krankheiten. Wieso werden wir krank? Ja. Ich werde anfangen von mir, ja, von meinen Erfahrungen, wie ich das so gesehen habe. Und zwar, ich war vor viele, viele Jahren krank und es wurde mir ein Organ entfernt. Ja. Die Ärzte haben immer wieder gesagt, dass dieses Organ sah wie ein Organ von einer Frau mit 60. Ja, die haben das oft gesagt. Die haben auch gesagt, dass ich sehr jung war dafür. Die konnten sich das gar nicht erklären. Ja. Das war ein Punkt, kruziell in meinem Leben, um mir Gedanken zu machen, wieso wurde dieses Organ bei mir krank? Und weil ich das so wissen wollte, ja, kam die Information von außen zu mir. Das ist immer so. Wenn du bereit bist, ein Thema zu bearbeiten und zu wissen, es kommt die Info von draußen. Es ist immer so. Dann kam eine ganz liebe Freundin und hat mir ein Buch empfohlen. Die habe ich immer noch. Das ist das hier. Heile deinen Körper von Louise L. Hay. Das ist ein bisschen kaputt bei mir schon, weil ich habe sehr viel mit diesem Buch gearbeitet. Ja. Und durch dieses Buch habe ich erfahren, dass dieses Organ, was mir entnommen wurde, eine Bedeutung hatte. Und die Krankheit, die in diesem Organ war, hatte auch eine Bedeutung. Und das war mir sehr bekannt. Ja. Ich dachte, wow, okay, ich habe es verstanden. In dem Moment habe ich diese Übung gemacht, was ich euch schon in einem Video gezeigt habe. Dieses Gefühl zu sehen, anzunehmen und loszulassen. Ja. Dadurch habe ich einen großen Schritt gemacht in Richtung Heilung für mich selber. Warum? Weil hätte ich das nicht gemacht, wäre ich jetzt oder später noch kranker geworden. Mein Körper hätte mir das in eine andere Art gezeigt. Ja, vielleicht hätte ich eine andere Organ, hätte eine andere Organ sich angegriffen oder ja, oder hätte ich irgendwas anderes bekommen, die viel schlimmer war, als was ich bekommen hatte. Ich habe das aber gesehen. Und seitdem beschäftige ich mich mit den Krankheiten und der Bedeutung von den Krankheiten. Und ich bin total froh, dass mittlerweile so viele das auch tun und sehr viel Material dafür gibt. Ich zeige euch zum Beispiel ein paar Bücher, die ganz gut sind. Es gibt auch, aber auch noch viele andere. Ja. Eine ist Mein Körper, Barometer der Seele. Das ist von Jacques Martel. Das ist ein sehr gutes Buch über Krankheiten, sehr ausführlich beschrieben. Dann es gibt noch eine, die ist, Entschuldigung, dass ich nach unten gehen muss. Die ist relativ neu, das Metamedizin. Ja, kommt von Metaphysik. Und das ist von Claudia Rein-Wille. Das ist auch ein totales gutes Buch, wo beschrieben wird, warum wir krank werden und was wir ändern sollten, damit wir nicht krank werden. Dein Körper fängt an, kleine Symptome zu zeigen. Du bekommst jeden Monat Migräne, Kopfschmerzen, Halsweh, du wirst erkältet ständig, hast du Fußschmerzen, hast du Rückenschmerzen, dein Herz funktioniert nicht richtig und so weiter. Wir achten aber oft auf diese kleinen Sachen nicht. Es kann aber auch sein, ich kaue mir meine Nägel, ja? Das ist auch ein Symptom. Wenn ich dahinten gehe und schaue, wieso passiert mir das? Warum reagiert mein Körper so? Ich habe die Möglichkeit, dieses Gefühl loszulassen, zu sehen, anzunehmen und loslassen. Dadurch werde ich nicht krank und diese Symptome verschwinden. Beobachte das einfach. Nächstes Mal, wenn du Halsweh bekommst, frag dir, ja, was passierte die letzten Tage oder die letzte Stunde? Habe ich mich so geärgert und ich habe diese Ärger geschluckt und nicht gesagt? Oder kann sein, ich habe alles rausgelassen in eine schlimme Form. Ja?
Dadurch werden wir krank. Wenn wir ein kleines Fenster aufmachen, damit diese Krankheit zu uns kommt. Noch ein kleines Beispiel. Ja, mein Kind, wenn der krank ist, der küsst mich. Ich kann nicht Nein sagen, ich küsse ihn auch. Ja. Ich werde aber nicht krank. Warum? Weil ich diese Angst verloren habe. Ich habe keine Angst, krank zu werden, wenn mein Kind krank ist. Ja. Dadurch, mein Immunsystem bleibt stabil und ich arbeite natürlich mit diesen ganzen Emotionen. Also wenn ich ein schlechtes Gefühl in meinem Körper ist, ich versuche den auf die Seite zu stellen, ja, und einfach loszuwerden, ja, zu bearbeiten, aufzuräumen in meinem Körper, in meiner Seele, damit dieser Müll sich nicht sammelt und eine Brücke ist für eine Krankheit. So simpel ist das. Wir müssen lernen, uns von diesen schlechten Emotionen zu befreien, damit wir nicht krank werden. Zum Beispiel Wut. Ich bin sauer. Ja, ich werde richtig sauer. Diese Minute, bis 5 Minuten, 10 Minuten, wo du richtig sauer warst, macht dein Immunsystem schwach für 5 bis 6 Stunden. Angst ist genauso. Wir sind ständig in einem Angstzustand. Ich bin ständig eingreifbar für Krankheiten. Ja. Gucken wir nach innen, bitte suchen wir nicht die Gründe von der Krankheit draußen. Wir können nicht ständig unsere Mitmenschen die Schuld geben oder das Wetter, weil wir krank werden. Das geht nicht. Ja. Wir müssen die Verantwortung endlich übernehmen und anfangen, bewusst zu arbeiten damit wir diese Hamsterrad von krank werden, ja, ständig abbrechen, ja. Wir bewusst von dieser anderen Realität, was gibt. Es gibt eine Realität, wo wir auch gesund sein können. Die gibt's, ja. So, meine liebe Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich poste immer wieder mal etwas über Krankheiten. In dem Buch von Louisa Hay zum Beispiel, es gibt auch so positive Glaubenssätze, die finde ich ganz toll. Also wenn du eine Krankheit und den Grund der Krankheit gefunden hast, es gibt auch eine Programmierung oder einen negativen Glaubenssatz dahinten. Versuchen wir, die zu ändern, indem wir einen positiven Glaubenssatz immer wieder uns sagen, bis wann wir uns das annehmen und für uns für wahr halten. Das ist ein Weg, ja. Versuchen immer wieder, unsere Körper zu reinigen von schlechten Gefühlen. Das ist ein zweiter Weg, ja, die alle zusammen arbeiten miteinander, damit wir nicht krank werden. So, dann ich hoffe, es hat euch gefallen, dem Video. Wenn ja, bitte ein Like oder weiterleiten an eure Freunde, damit immer mehr und mehr Leute wissen, warum wir krank werden und dass wir die Schlüssel haben für die Gesundheit, für uns, für unsere Körper. Die Tempel unserer Seele. Mit viel Liebe, eure Brenda. Tschüss.